Oh. Hier ist wieder euer Shark. Ich spiele wieder die Adventure Map Epic Jump Map Trolling Lesson. Und letzte Folge haben wir hier wieder ein bisschen gekürzt, weil dieser Sprung so schwer war und das einfach zu langweilig wäre sonst. Und ja, wir haben die neuen Cat gemacht. Und ja, machen wir einfach mal weiter. So, geht's dann längs. Ich habe heute auch ein Thema. Das Thema ist Root, ja oder nein? Also, mein nächstes Team ist ja geroutet, sonst könnte ich das ja nicht mit, warte mal, mit hier SCR Pro aufnehmen. Das wird ja nicht gehen. Deswegen ist das ja geroutet. Achso, hier links. Und deswegen ist das ja geroutet und ich hatte ganz ehrlich am Anfang, als ich das versucht hatte, also mit dem Nexus Shoot Tool Kit zu routen, hatte ich echt Probleme, weil ich habe nur ein alten Kack Laptop. Und da hat der Treiber irgendwie richtig funktioniert. Und hier ist übrigens ein Checkpoint. Wenn der Treiber nicht richtig funktioniert, dann habe ich erstmal hier hammerlang rumgesucht, woran das Problem sein konnte, weil ich war mir nicht ganz sicher. Und da habe ich mir das ganz so ein ganz normales Root-Programm heruntergeladen, also für meinen PC. Dieses mit dieser grünen Matrix oder wie das heißt. Und ja, da habe ich dann nochmal, also habe ich nochmal, wie soll ich das sagen? Dann bin ich nochmal auf Nexus Tool gegangen. Also ich war auf der Seite von Nexus Tool Toolkit. Da hat halt jemand schon mal eine Frage. Hier, Driver funktioniert nicht richtig oder Treiber funktioniert. Wow. Treiber funktioniert nicht richtig und so. Und da hat es mir halt geholfen, indem ich halt die andere Driver-Lösung genommen habe, also die Lösung 2. Oder 3 oder 2 oder so war das. Und ja, dann hat das auch funktioniert, weil als erstes hat das halt hier ADB-Modus. Wurde mein Nexus halt erkannt. Aber nicht im Fastboot-Modus und nicht im Ernst, oder? Jetzt muss ich alles nochmal machen. Und nicht im, aber nicht im Fastboot-Modus. Dann war halt, der Fastboot-Driver war halt irgendwie, hat halt irgendwie funktioniert. Ich hatte den davor auch schon neu installiert und so, hat trotzdem alles nicht funktioniert. Und dann habe ich halt den anderen Treiber installiert. Irgendwie manuell war das ein manueller Treiber. Ich habe den manuell eingestellt und dann hat das funktioniert. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Root, ja oder nein? Also, ich weiß gar nicht, warum die ganzen Websites, die sagen immer, oder viele Websites sagen immer, ja, passt auf, es kann gefährlich sein. Und wenn irgendwas beim Root-Vorgang falsch passiert oder so, dann ist mein ganzes Gerät verloren. Aber ich weiß gar nicht, was man direkt falsch machen kann. Und wer bitte, wenn die ganzen Root-Dateien rübergeladen werden und das hier halt da im Fastboot-Status ist und ja, das am PC angeschlossen ist, wer nimmt dann das Kabel ab oder so? Oder ja, wenn man alles richtig gemacht hat, oder dann kann eigentlich gar nichts passieren. Oder bei mir zumindest nicht. Ich weiß es nicht, wie das bei anderen ist. Kann ja sein, dass irgendwie sonst eigentlich jeder zweite oder so das fehlt, was ich nicht glaube. Aber die fahren dann immer irgendwie vor Gefahren oder so. Und das finde ich dann. Und da würde ich eigentlich gar nicht. Also ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Bei mir war es eigentlich eher die Entscheidung, dass ich hier besser aufnehmen kann. Oder dass ich aufnehmen kann. Bei mir halt die größte Entscheidung. Und ja, man hat halt viel mehr Eingriff in das System. Und ja, Checkpoint. Und dann kann man halt viel mehr machen. Man kann halt eigentlich alles machen, solange man die Kenntnisse davon hat oder die App sozusagen, die Codes enthalten dafür. Kann man eigentlich alles damit machen. Nein. Doch. Und also ich würde Root empfehlen, wenn man es benötigt. Also ich habe es jetzt sozusagen benötigt, damit ich aufnehmen kann. Und vielleicht möchten andere Leute haben auch irgendwie scheiß Kanäle oder so, wenn die ein S3 haben oder so. Weißt du, vielleicht finden manche Leute ihre Kanäle scheiße und dann installieren sie halt einen Mod oder so und dann geht das halt besser. Und ja, das hat halt eigentlich, hat Root meiner Meinung nach nur Vorteile. Kein Nachteil. Und ja, hier, okay, ich gehe erstmal hoch.
Und ja, man hat. Ja, was soll ich denn noch so zu sagen? Es hat einfach so, es hatte einfach 1000 Vorteile, meiner Meinung nach. WhatsApp-Papier und kein bisschen Nachteile. So, ja. Ich kann halt jetzt nicht allzu viel sagen. Ich bin halt auch nicht so einer, der jetzt irgendwie IT-Spezialist ist oder so, der mich ja hundertprozentig auskennt. Ich bin einfach nur ein Schüler, der sich ein bisschen damit auskennt. Woo! Und sich da halt viel interessiert. Checkpoint. Ist hier eine Kiste oder so? Oh, das ist cool. Oh, noch ein Punkt. Ja, und dann. Ja, man hat halt zum Beispiel, was ich auch sehr cool finde am Root, dass man hier das Boot-Image, Image, also das die Animation, die kommt, wenn man sein Tablet oder sein Handy hochfährt. Die finde ich halt schon ziemlich geil. Also wenn man das ändern kann, weil ich habe so eine coole gefunden. Und das ist halt schon ziemlich geil. Daran. Und ja, deswegen würde ich das schon empfehlen, eigentlich, das zu machen. Und falls ihr euch fragt, irgendwie die besten Apps oder so dafür, also meiner Meinung nach hier jetzt. Also wenn man aufnehmen will, SCR Video Recorder Pro. Ich habe auch Screencast ausprobiert, aber das hat bei mir persönlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert das bei anderen. Aber bei mir hat das nicht funktioniert, nur Checkpoint. Simple, you want something more difficult? No problem. Haha, danke. Und ja, das hat halt bei mir nicht funktioniert. Aber das hier Screen ist SCR schon. Schlafen? Schlafen? Oh, nee, Alter. Remember how much paper you have. 13. Wow, Highscore. Don't take all. Ja, um Leben zu generieren. Also ich pack das Papier hier rein. Und dann am Ende nehme ich das wieder raus. Also fliege her, nehme das raus. So. Und ich glaube jetzt sicher schon richtig viel. Wann haben wir angefangen? Scheiße. Warte mal, 37. 50, okay, wir haben noch Zeit. Ja, also halt einmal zum Aufnehmen. SCR Video Recorder Pro oder wie das heißt. Oh. SCR Video Recorder Pro. Und dann gibt es halt noch, meiner Meinung nach, hier ROM Toolbox. Man hat halt wahnsinnig viele Möglichkeiten damit. Auch halt hier um den. Das Boot-Dings zu ändern, aber ich habe auch noch eine andere App dafür. Und ja, halt Super-User. Super-SU. Aber das muss man ja haben, um zu routen. Ich glaube, das sollte man nicht als beste Root-App. Sollte ich nicht als beste Root-App sagen, weil das eigentlich ein Muss ist. Oder es sollte ein Muss sein, weil wenn jetzt einfach so eine App runterlädt und er gleich hier Root-Rechte hat. Wenn man irgendwelche Wicklungen hält, dann ist er direkt ja gleich hin. Deswegen muss man auch immer mit aufpassen, was für Apps man dran lässt. Und jetzt vielleicht nicht irgendwelche Apps von der Seite Anonymous. Nein, keine Ahnung. Eine Seite gibt es gar nicht. Irgendwie Seite heißt Anonymous. Oder so. Nein, keine Ahnung. Irgendwie so. Eine Seite, die so richtig halt schon böse aussieht oder so, wo man vielleicht denkt, locker, da sind locker Viren drauf oder so. Ja. Wow, und wir haben es gleich im ersten Durchgang geschafft. Mann, sind wir krass. Muss ich unser Papier wiederholen. Wir hätten das Papier gar nicht einfach brauchen. Ich glaube, ich werde den Score nicht sagen. Weil, wenn er dann die Aufnahme sieht oder so, sieht er, dass ich voll gecheatet habe. So, runterfallen. Nein, jetzt wirklich, würde wirklich gut empfehlen für die Leute, die es wirklich brauchen. Also jetzt nicht für Leute, die den ganzen Tag einfach nur Minecraft spielen. Also ich springe da nicht rein. Ich springe da nicht rein. Also der dachte jetzt sicher, irgendwie so ein Noob springt da rein. Alter.
Danke. Super nett. Tolololol, Checkpoint. Ach ja, das war das hier jetzt hier. If you lose K, go have a new one. Ball. Put your K in hole. So, hier Redstone, hier Alternative Redstone. Achso, ich glaube, vielleicht werde ich dazu auch mal so ein Tutorial machen, weil ich habe so eine Art Crafting Table gebaut, wow. Mit dem man hier halt so ein riesig, wo man halt so Items einmachen kann und woran dann eine Tür aufgeht oder sowas. Aber nur klein oder so. So. Take your Minecart. Nehmen wieder zwei mit. Aber wir haben noch zwei. Alter, weh, da kommt wieder Lava. So. Ich fix das immer. Ich denke, man lange hinsitzen. So nach vorne drücken, Alter. Und immer auf Jump halten. Und Vollgas! Wieder in der Erde. Ist auch nur so ein kleiner Bug. So, ja, jetzt geht's hier hoch. Mal gucken, wo wir sind. Ganz woanders. Und ich glaube, ich bin jetzt auch gleich in die Folge, wenn wir hier oben sind. So, Cake, yummy. So, ja. Also ich bin jetzt die Folge hier auf diesem schönen, schicken Kuchen. Und ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen. Und sage ciao. Also lasst eine Bewertung da. Wenn es euch sehr gefallen hat, abonniert mich. Ja. Ciao.